Ich habe mich schon früher gefreut auf den Tag, als der Krieg aus sein wird. Aber leider war ich damals verwundet, schon früher verwundet und konnte der Bruder, der war auch bei den Partisanen, der ist damit da fertig gekommen und hat mich heimgeführt. Und ist er ins Bunker gekommen, habe ich gedacht, auch fertig kommen zuerst noch am Mond, wer kommt jetzt da in den Wald noch und noch, also dass er mich, als man sich den verliert hätte, ist er gekommen, hat er gesagt, Liebe, komm, der Krieg ist aus. Ich habe nicht geglaubt, ob das wirklich wahr ist, dass er raus ist, dass der Krieg aus ist. Das war ja das größte Glück, hast du nicht geglaubt, dass einmal die Hetzerei bzw. die Jagd auf den Widerstandskämpfer einmal zu Ende ist. Und damals gesungen, gegessen, gefreut, geküsst. Es kann sich keiner vorstellen, wie es damals war. Und was für ein Glück für uns das war. Und deswegen können wir heute das nicht begreifen. Für uns ist immer noch das Ende des Krieges der größte Feiertag des Lebens. Damals war ja Ende des Nazifaschismus. Und wir können das nicht vergessen. Alle diejenigen, die im Wald waren, alle diejenigen, die im KZ waren oder eingesperrt von den Nazifaschisten, für denen ist der unvergesslicher Tag. Und wir können das nicht begreifen, dass die Leute so wenig geben heute für den Tag, 8. Mai, Ende des Krieges. Weil, also, wir sind mal glücklich gewesen, froh gewesen. Und die anderen, sieht so aus, haben sie gerade umgekehrt was. Die haben den Krieg verloren. Deswegen feiern sie nie. Noch haben sie den 26. Oktober Staatswandertag. Ja, was ist denn das? Was wandern? Aber das denkt keiner, was geschehen ist und was durch das errungen wurde, der Friede und Friede und wir sind immer dafür, jeden Tag, nie wieder Krieg und Faschismus.